Bei der Hochbahn werde ich zur Mechatronikerin ausgebildet und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Die Hochbahn ist ein sehr großer Arbeitgeber mit einem super Betriebsklima und das hat mich einfach angesprochen. Meine Eltern haben beide einen technischen Beruf erlernt und demnach kenne ich das schon von klein auf und war eher mit Papa am Auto zugange als bei Mama beim Abwasch. Als Mechatroniker werde ich bei den Drehgestellen eingesetzt und nehme sie zum Beispiel auseinander, warte sie und baue sie am Ende wieder zusammen. Oder ich komme in den Elektronikbereich und kann da von kleinen Platinen bis hin zu großen Motoren alles machen. Meine Haltung zu dem Job, man kann sich beweisen und man kann zeigen, was wirklich in einem steckt, wie viel Kraft man hat und muss nicht darauf achten, ob die Fingernägel gut aussehen oder nicht. Mein Motto ist anpacken und nicht labern. Ich mache hier eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme und bin jetzt schon im vierten Lehrjahr. Durch einen zweiwöchigen Kurs, den meine Schule uns angeboten hatte damals, habe ich zwei Wochen lang verschiedene technische Berufe ausprobieren können und habe da einfach gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht als die Praktika, die ich halt im Büro absolviert hatte. Das Schöne ist, es ist halt sehr vielfältig. Es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben. Wenn wir hier in der Abteilung sind und hier mitlaufen dürfen und alles kennenlernen, dann sind wir mal an den Kameras, mal an den Zugzielanzeigern, sowas am Bahnsteig. Man erlebt viel. Man sitzt in der Werkstatt, repariert Sachen oder man fährt halt nach draußen und macht dort Wartung oder repariert halt ebenfalls. Die Hochbahn fühlt sich richtig an für mich. Ich bin Auszubildende zur Fachkraft im Fahrbetrieb und das seit 2015. Ich glaube, mir wurde das in die Wiege gelegt. Mein Opa war Busfahrer und Autos und Motorräder fand ich schon immer super toll. Ich komme zu meinem Bus, wenn ich ihn mir geholt habe, setze mich rein, ich richte mich ein erstmal vor Ort, fülle alle Sachen aus, gehe dann erstmal auf Strecke zu meinem Einsatzpunkt und da warte ich dann darauf, dass ich los kann, sammle meine Fahrgäste ein und verfolge konzentriert sie von Haltestelle zu Haltestelle. Ja, ich fühle mich eigentlich klasse dabei. Es ist nicht so, dass jeder Mensch mal eben 12 Meter oder 18 Meter hinter sich herzieht. Ich komme mit meinen Kollegen super klar. Also wirklich, man hat immer höchste Höflichkeit, man grüßt sich, man redet auch mal über Privates. Ich lächle die Fahrgäste an, das ist für mich immer wichtig, weil ich denke mir immer, so möchte ich auch von einem Busfahrer begrüßt werden. Ich habe gerade meine Ausbildung beendet und bin der Hamburgs bester Gleisbauer. Man hat dafür Gas gegeben und das hat sich dann auch am Ende gelohnt. Ich habe mich als Industriemechaniker bei der Hochbahn beworben, doch die Lehrstellen waren besetzt und da wurde mir der Beruf Gleisbauer vorgeschlagen. Da habe ich mich erstmal schlau gemacht, was das ist, was das heißt, Gleisbauer zu sein. Ja, und dann fand ich das toll. Wir machen eigentlich alles, was im Gleis ist und wir sorgen für die Sicherheit des Schienenverkehrs. Ja, anfangs war das relativ anstrengend, weil das ein ganz, ganz komisches Gefühl war, nachts bis in die frühe Morgen zu arbeiten und mit dem Umstellen, aber nach der Zeit ist das super. Meine Lieblingstätigkeit ist es, die Stromschiene zu regulieren, weil das mir richtig Spaß macht und das richtig Millimeterarbeit ist und du dann auch am Ende sagen kannst, da war ich bei, das habe ich gemacht. Ich bin im zweiten Lehrjahr für den Elektroniker für Betriebstechnik. Mir war gar nicht bewusst, dass ich mit 16 in Hamburg schon eine Ausbildung machen kann. Ich komme ursprünglich aus Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein. Und ich bin nach Hamburg gekommen, dadurch, dass ich hier in Hamburg jetzt den Ausbildungsplatz bekommen habe. Und jetzt wohne ich in einem Azubi-Wohnheim. Hamburg ist großartig. Wir haben Instandsetzung und Wartung von elektrischen Anlagen im Gleis, am Gleis oder in den Haltestellen. Das betrifft Beleuchtung, Stromversorgung etc. Mich spricht auf jeden Fall die Arbeit im Gleis an oder generell die Arbeit in Räumen, wo man als normaler Passant keinen Einblick gewinnt. Und das ist der Punkt, warum ich gerne zur Arbeit komme. Ich würde das so formulieren, dass ohne uns Betriebstechniker der U-Bahn-Betrieb nicht laufen würde.